Sie können keine heilsame Person sein, wenn sie in Eile sind. Man kann nicht gleichzeitig freundlich und in Eile sein. An der Princeton-Uni wurde eine Studie mit ein paar Theologiestudenten durchgeführt. Sie wurden gebeten, einen Vortrag über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zu halten. Sie kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Mann liegt verwundet auf der Straße, zwei religiöse Menschen laufen vorbei und ein religiöser Außenseiter hilft ihm. Darüber sollten sie einen Vortrag halten. Theologiestudenten, religiöse Leute. In dieser Studie haben sie einen Trick angewendet, weil das Experiment von der psychologischen Fakultät ausging. Es wurde ihnen gesagt, sie sollten diesen Vortrag halten, und kurz vorher ging man noch einmal auf die Studenten zu und sagte ihnen, dass sie gleich dran sind. Dann bauten sie eine Hürde ein. Es gab einen Eingang, eine Hintertür zu der Bühne, auf der sie stehen und reden sollten. Dort legten sie einen Mann hin, der verwundet war, in normaler Kleidung, mit dem Gesicht nach unten, und er stöhnte vor Schmerzen, okay? Dann veränderten sie noch einmal die Voraussetzungen. Die Studenten bekamen entweder die eine oder die andere Ansage. Entweder, oh, du bist schon spät dran, du hättest schon vor ein paar Minuten anfangen sollen. Oder die zweite, du hast noch ein paar Minuten, lass dir ruhig Zeit. Aber du kannst auch jetzt schon kommen. Und jetzt passen Sie auf. Die erste Gruppe, der gesagt wurde, sie wären spät dran, Studenten, die einen Vortrag über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter halten sollten, stiegen buchstäblich über einen verletzten Mann, um durch die Tür zu kommen auf die Bühne, wo sie ihren Vortrag über den barmherzigen Samariter halten sollten. Wissen Sie, wie viele sich um den armen Kerl gekümmert haben? Nur 10% der Studenten, ich schätze, es waren Hunderte. Und nur 10% von ihnen haben das Gleichnis vom barmherzigen Samariter umgesetzt. Von der anderen Gruppe, denen man gesagt hatte, du hast noch ein paar Minuten, kannst aber ruhig schon rübergehen, was schätzen Sie, wie viele sich um ihn gekümmert haben? 68%. Liebe Freunde, ich sage Ihnen was. Man kann niemanden heilen, wenn man in Eile ist. Letzten Endes geht es nicht mal um den Charakter. Es geht nicht darum, was man glaubt, oder auch nicht darum, welchen Prinzipien man folgt. Es geht darum, ob man sich Zeit nimmt oder nicht. Nehmen Sie sich Zeit. Gott hat Ihr Leben nicht verwirrt. Er wird es auch nicht entwirren. Das ist Ihre Sache.